meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich für euch den Dies oder Das Tag. Ich habe schon mal so etwas gemacht, aber das war This or That Extreme. Und jetzt mache ich halt nochmal einen Dies oder Das Tag. Hashtag 2. Viel Spaß bei dem Video. Laptop oder Computer? Ich würde lieber einen Laptop nehmen, weil ein Computer, der ist halt riesig. Und einen Laptop kann man halt überall mit hinschleppen. Man kann auch DVDs anschauen. McDonald's oder Burger King? Also ich war nur 2-3 Mal in einem Burger King und im Prinzip schmeckt es genauso dort das Essen genau fast genau gleich wie McDonald's. Und ich war eigentlich schon öfters in McDonald's als im Burger King und deswegen nehme ich einfach McDonald's. Deo-Roller oder Deo-Spray? Ich bin eher für Deo-Roller, weil wenn man zum Beispiel in der Schule ist und sich mit dem Deo-Spray einsprayt, dann tut es halt im ganzen Raum danach stinken. Und wenn du mit dem Deo, also ich meine, in der Schule tust du dann auch den Deo-Roller benutzen, aber ich meine so, der Deo-Roller, der tut halt, ja, der ist halt kein Spray. Äpfel oder Erdbeeren? Erdbeeren. Katzen oder Hunde? Ich würde eher eine Katze nehmen, weil ich habe ja 2 Katzen und mit den Katzen kann man halt voll viel machen, wenn sie sich das gefallen lassen. Man kann mit denen kuscheln und so. Und mit einem Hund kann man das halt auch machen. Aber ich finde halt trotzdem für Katzen. Blond oder braun? Ich mag lieber blond. Also so nicht gerade richtig krasses Blond, aber blond halt. Süßes Essen oder herzhaftes Essen? Herzhaftes Essen. Lego oder Playmobil? Also in meinem Alter würde ich jetzt eher Lego sagen, weil Playmobil, das ist eigentlich was für kleine Kinder. Und Lego, mit diesen kleinen Legos tun sogar noch erwachsene Sachen bauen. Nike oder Adidas? Ich bin für Nike. iPhone oder Samsung Galaxy? Ich bin für Samsung Galaxy, weil ich auch bis jetzt immer ein Samsung-Handy hatte. Ich hatte noch nie ein iPhone und ja, ich mag iPhones auch irgendwie nicht. Party oder Chillen? Das ist jetzt ein bisschen schwer, weil chillen ist cool, aber Party, wenn jemand Partys in der Umgebung dauernd machen würde, dann wäre ich für Party. Aber da es ja so gut wie keine Partys in der Nähe von mir gibt, chillen. Subway oder KFC? Subway. Links- oder Rechtshänder? Ich bin Rechtshänder. Cola oder Fanta? Ich bin auf jeden Fall für Cola, weil Fanta, ich weiß nicht, Cola. Ich bin einfach für Cola. Horror oder Liebesfilme? Das ist jetzt auch wieder so halb-halb. Also ich mag Horrorfilme eigentlich nicht so, weil ja, es sind Horrorfilme. Und Liebesfilme sind halt auch, also ich mag Liebesfilme, wenn sie nicht zu schnulzig sind. Wisst ihr, was ich meine? Wenn sie richtig extrem, dann mag ich sie nicht. Und Horrorfilme, bei Horrorfilmen ist es genauso. Wenn sie richtig, richtig schlimm sind, dann mag ich sie nicht. Und manche gehen halt auch. Also ich eigentlich beides. Nintendo oder PlayStation? Ich finde Nintendo eigentlich besser, weil es ist ja eigentlich im Prinzip dasselbe wie PlayStation. Nur halt ist bei PlayStation ein Bildschirm und du hast halt nochmal extra eine Bedienung dazu. Fernbedienung. Aber Nintendo hat halt alles in einem schon und man kann halt den Nintendo auch überall mitnehmen. Canon oder Nikon? Oder Nikon? Nikon. Nikon? Ja, auf jeden Fall das. Kino oder DVDs? Ich bin eher für DVDs. Wenn der Film, den ich gerne anschauen will, im Kino kommt, dann tue ich ihn natürlich im Kino anschauen. Aber meistens schaue ich dann nur DVDs oder sowas an, weil da kann man sich einfach schön aufs Sofa legen oder aufs Bett und ja, schön entspannen und im Kino kann man das halt auch, aber man sitzt halt die ganze Zeit, man kann sich nicht hinlegen. Weihnachten oder Geburtstag? Also Weihnachten ist ja schon so ein schönes Fest, aber Geburtstag finde ich eigentlich auch eigentlich wichtig, weil du das ist dein Geburtstag, da bist du geboren und ja. Zocken oder Skaten? Ich würde lieber skaten. Das macht nämlich richtig Spaß. Nacht oder Tag? Also ich würde
nehme lieber Tag, weil am Tag kann man einfach so viele Sachen machen und in der Nacht ist es halt sehr, sehr, sehr begrenzt. Man kann halt eine Nachtwanderung sowas machen. Das macht mir Spaß, also das liebe ich wirklich. Aber am Tag kann man halt mehr Sachen machen, also Tag. Beziehung oder Single? Das ist jetzt auch wieder sowas, wo so 50-50 ist. Also wenn man eine Beziehung hat, ist es ja schon schöner, hat man jemanden. Aber Single, wenn man halt eine Beziehung hatte und dann einfach, ja halt, dann man sich dann trennt und so, dann finde ich, dass man Single erstmal noch, dass es halt entspannt wieder ist und halt eine ganz andere Sichtweise ist. Wisst ihr, was ich meine? Also beides. Apple oder Microsoft? Dann bin ich auf jeden Fall für Apple. Baden oder Duschen? Also ich liebe wirklich Baden, aber ich tue halt sehr, 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 sehr selten Baden. Ich dusche eigentlich die meiste Zeit und es geht halt auch viel schneller, wenn man sich beeilen muss. Und man kann auch lange in der Dusche sein. Disney oder Looney Tunes? Disney. Ich liebe Disney. Batman oder Spider-Man? Ich finde Batman cooler, weil, ja, Spider-Man, Spinnenmann, Dunkin' Donuts oder Starbucks? Das ist wieder schwer. Aber ich glaube eher Starbucks. Starbucks, ja. Gestylte Haare oder Mütze? Das ist jetzt auch wieder so ein 50-50, weil, also Mütze tragen im Winter ist echt, also im Winter bin ich für Mütze. Aber im Sommer, da kann man sich die Haare halt stylen, man kann einen guten Zopf und das alles machen. Und die Mütze ruiniert dann halt alles im Sommer. Warum sollte man im Sommer eine Mütze tragen? Manga oder Comics? Comics. YouTube oder Fernsehen? Das weiß ich nicht, weil YouTube, ich tue halt schon manchmal YouTube-Videos schauen, aber Fernsehen, was gehört denn zu Fernsehen alles dazu? Man kann halt auch DVD schauen und das alles, ich bin mir nicht sicher. Also da weiß ich nicht. So, meine Lieben, das war's auch schon mit meinem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Ihr könnt mich kostenlos abonnieren, um kein Video mehr von mir zu verpassen. Ich verlinke euch in der Infobox noch 2 alte Videos von mir. Einmal 10 Arten von Freunden. Und einmal, ich beantworte 30 unnötige Fragen. Schaut euch diese beiden Videos auch mal an, denn bestimmt kennt ihr von dieser Art von 10 Freunden. Also bestimmt habt ihr da ein Freund oder eine Freundin, die bestimmt auch so ist. Und die 30 unnötigen Fragen, ja, schaut es euch einfach an. Ja, dann bis zum nächsten Mal, Leute. Ich hab euch alle ganz doll lieb. Und ja, tschüssi!